Der neueste Airbus am Himmel ist ein alter Bekannter, der A330 in der Neo-Version. Der fliegt jetzt auch als A330-800 und damit als Nachfolger des A330-200. Wäre ja fast vorgestern eine etwas peinliche Nummer geworden, wenn die da ihren neuesten Sprössling ohne eine einzige Bestellung in die Luft geschickt hätten. Jetzt haben sie mittlerweile immerhin 8, aber warum sind das eigentlich so verdammt wenig? Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und vorgestern war nun also ein ganz wichtiger Tag für den europäischen Flugzeugbauer. Gegen 10.30 Uhr vormittags hob der Airbus A330-800 erfolgreich ab. Und damit sind jetzt beide aktuell geplanten Versionen des überarbeiteten A330 in der Luft und flugfähig. Die kleinere Version des A330neo drehte da also zum Erstflug am Dienstag die obligatorischen Schleifen über Frankreich und ist nach etwas mehr als 4 Stunden Flug dann wieder erfolgreich in Toulouse gelandet. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, A330neo, das Modell gibt es doch schon ewig. Wie kann das denn sein, dass die kleinere Version erst vorgestern zum ersten Mal geflogen ist? Das Modell an sich gibt es natürlich schon eine ganze Weile. Offiziell angekündigt wurde die Maschine auf der Farnborough Airshow im Jahre 2014. Am 19. Oktober 2017 hatte dann der A330neo als A330-900 seinen Erstflug und jetzt, knapp ein Jahr später, kam, wie eben schon angesprochen, die kleinere Version auch der A330-800 in die Luft. Genauso wie bei der 900er Version auch, sind die größten optisch leicht erkennbaren Veränderungen die vom A350 inspirierten Winglets des A330neo und natürlich die neuen, deutlich größeren Trent 7000 Triebwerke von Rolls-Royce. Und die schwarze Maske. Die darf bei Airbus selbstverständlich mittlerweile auch nicht mehr fehlen. Und damit fängt der A330-800 jetzt mit seinem Testprogramm an. Das muss jedes neue Flugzeug erfolgreich absolvieren, bevor es dann von den entsprechenden Behörden zugelassen wird und damit quasi auf den Markt geschmissen werden darf. Das Ganze während der größere A330-900 mittlerweile schon kurz vor der Erstauslieferung an TAP Portugal steht. Knapp 300 Flugstunden wird das Testprogramm für den A330-800 umfassen, bevor er dann für die Fluggesellschaften verfügbar ist. Obwohl aktuell muss man den Flieger ja gar nicht für mehrere Fluggesellschaften verfügbar machen, denn es gibt gerade nur einen einzigen Kunden für den A330-800 und das ist Kuwait Airways. Aber immerhin ein Kunde, lange Zeit hatte er nämlich gar keinen. Ganz am Anfang stand wenigstens noch Hawaiian Airlines auf der Liste, die wollten 6 A330-800 übernehmen. Die entschieden sich allerdings Anfang des Jahres 2018 dann doch für den Konkurrenten von Boeing, also für den Dreamliner, genauer gesagt für die 787-9 und damit gegen den neuen Airbus. Auf der Farnborough Airshow in diesem Jahr konnte man dann immerhin Uganda Airlines davon überzeugen, wenigstens eine Absichtserklärung für 2 A330-800 zu unterzeichnen, aber das ist sicherlich nicht annähernd das, was Airbus sich von dem Ganzen erhofft hatte. Aber wie gesagt, nachdem der Flieger lange ohne Bestellung war, kam ein Kunde und zwar am 15. Oktober 2018 kam Kuwait Airways und die wollen immerhin 8 Stück davon übernehmen. Und trotzdem, mit nur 8 Bestellungen ist der A330neo in der 800er Version natürlich gerade der absolute Ladenhüter bei Airbus und auch die größere Version der A330-900, der konnte mit 224 Bestellungen jetzt nicht so richtig ordentlich abräumen. Aber gut, falls ihr noch mehr detailliertere Informationen zum A330neo haben wollt, da haben wir schon mal ein ganz ausführliches Video drüber gemacht, das findet ihr in der Infokarte. Ansonsten kümmern wir uns mal jetzt lieber um die Frage, warum wird denn der A330neo nicht so wahnsinnig viel verkauft? Ich meine, immerhin konnte man den A330 mit den klassischen Triebwerksoptionen, also als A330-200 oder 300, knapp 1500 Mal verkaufen. Und das ist damit ein wahrer Erfolg für Airbus. Aber klar, es fängt ja ganz einfach an. Der A330neo, egal ob als 800er oder 900er Version, kann schon gar kein richtiger Konkurrent mehr zur Boeing 787 werden. Der Zug ist schlicht und einfach abgefahren und obwohl die Boeing 787 seit mittlerweile etwas mehr als 7 Jahren im aktiven Linienbetrieb unterwegs ist, ist es trotzdem ein Flugzeug aus einer anderen, deutlich moderneren Generation. Der A330neo hingegen, der ist wohl vergleichbar mit einem klassischen S-Update von Apple. Also auf dem Weg vom iPhone 4 zum 5 zum Beispiel, da gab es das 4S dazwischen. Das ist ein Update, was viele gerne überspringen, weil die Verbesserungen und Veränderungen im Vergleich zum vorherigen Modell, die sind meist an einer Hand abzählbar und die Vorteile sind gar nicht so wahnsinnig groß. Vor allem dann nicht, wenn das Modell, was ich vielleicht vor einem Jahr gekauft habe, wenn das noch ohne Probleme läuft. Also ein Update auf die neueste Variante, auf dieses 4S zum Beispiel, das würde vor allem Geld kosten. Da spare ich vielleicht lieber noch ein bisschen mein Geld und warte dann auf eine ganz neue Generation, die dann wirklich ein paar wichtige und ordentliche Veränderungen mit sich bringt. Und so kann man das vielleicht tatsächlich ein bisschen auf den A330neo übertragen. Waren Fluggesellschaften dann allerdings in den letzten Jahren quasi dazu gezwungen, sich ein neues Flugzeug zu kaufen? Dann war die Boeing 787 wahrscheinlich immer die bessere Wahl.
wenn man das Geld dazu hat. Es ist ein komplett neues Flugzeug aus einer neuen Generation und auch wenn der Flieger nicht den besten Start hatte, konnte er sich mittlerweile durchaus bewähren. In allen Versionen wurde die Boeing 787 mittlerweile knapp 1400 Mal bestellt. Das ist schon ganz ordentlich. Oder aber man konnte noch eine Weile warten, musste nicht direkt ein neues Flugzeug in die Flotte integrieren und man hatte dann Zeit und Geld, um auf die nächste größere Investition in Richtung A350 hinzuarbeiten. Von diesem Flieger wurden auch schon fast 900 Stück bestellt. Dazu kommt der Kerosinpreis in den letzten Jahren. Der hat zwar mittlerweile jetzt in den letzten Monaten wieder ganz gut angezogen, aber er ist trotzdem immer noch auf einem sehr niedrigen Stand und die letzten zwei Jahre war Kerosin wirklich günstig. Und deswegen war das S-Update für viele Fluggesellschaften schlicht und einfach überflüssig. Wenn man sowieso schon einen noch funktionierenden A330 in der Flotte hatte, dann brauchte man keine große Investition, um mit dem kostengünstig operieren zu können. Und darum geht es nun mal am Ende des Tages. Ganz im Gegenteil sogar. Das Ganze geht so weit, dass große Fluggesellschaften wie zum Beispiel British Airways in ihrer über 20 Jahre alten Boeing 747 nochmal eine neue Kabine installieren, weil sie ganz genau wissen, dass sie in den nächsten Jahren sicherlich noch vernünftig und effizient mit diesem Flugzeug fliegen können. Dieses S-Update lohnt sich dahingehend also nur, wenn man als Fluggesellschaft wirklich die Vorteile des A330 richtig ordentlich für sich nutzen kann und damit die bis zu 25% Effizienzgewinn, die Airbus mit den A330neo-Modellen verspricht, dass man die auch wirklich für sich als Fluggesellschaft so übernehmen kann. Bestes Beispiel dafür ist AirAsia X, eine Billigfluggesellschaft aus dem Fernen Osten. Die haben den A330 wirklich als perfekt das Flugzeugmodell für sich entdeckt. Die können das Ding wirklich richtig gut gebrauchen und deswegen ist dieses S-Update ja allein zum Wachsen total sinnvoll. Und sie können den A330neo direkt mal in großer Stückzahl mitnehmen. Mittlerweile haben die 100 Stück davon bestellt und sind damit größter Kunde des A330neo. Und da an dieser Stelle kommt dann auch ein von Airbus mehrmals erwähnter Pluspunkt für den A330neo wirklich mal zum Tragen, nämlich der enorme Kostenvorteil gegenüber einer 787 oder einem A350. Zum Beispiel kostet der A330neo gerne mal 50-60 Millionen weniger, laut Listenpreisen, als die entsprechend anderen Modelle von Airbus und Boeing aus der neueren Generation. Und dass sich sowas dann auch langfristig lohnen kann, das gilt aber wirklich nur für wenig Fluggesellschaften, zum Beispiel eben für AirAsia X. Alle anderen jedoch können den A330 in seiner aktuellen Version bzw. ein Konkurrenzmodell schlicht und einfach noch viel zu gut gebrauchen, als dass sie jetzt so ein S-Update wirklich für sich nutzen könnten. Oder aber sie sind auf dem Weg zu einer größeren Investition in Richtung 777X, 787 oder A350. Was langfristig dann vielleicht die bessere Option ist. Und die 800er Version des A330neo, die bietet dann für viele Fluggesellschaften auch schlicht und einfach zu wenig Platz bei zu viel Reichweite. Das ist irgendwie eine Kombination, die erstmal ein bisschen komisch klingt, aber wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, ist das durchaus sinnvoll, denn Fluggesellschaften fliegen mit einem Flugzeug mit dieser Kapazität meist nicht so weit. Das lohnt sich für die Fluggesellschaften einfach nicht, beziehungsweise gibt es nur ganz wenige Strecken, auf denen ein solches Flugzeug auch wirklich gut funktionieren kann. Das bedeutet wiederum, sie setzen das Ding auf kürzeren Strecken ein und wenn man dort die Reichweite nicht wirklich nutzen kann, wenn man die Reichweite nicht fliegt, dann kann man auch den Effizienzvorteil des A330-800 nicht voll ausschöpfen. Und für wenige Prozente Effizienzgewinn lohnt sich nun mal kein S-Update. Jetzt waren wir aber eben schon bei der Boeing 787 und damit quasi beim Konkurrenten des A330neo, die in den drei Varianten, in denen sie verkauft wird, mittlerweile knapp 1400 Bestellungen einsammeln konnte. Und die schöne 787-9, die ist ja mittlerweile auch gar nicht mehr so selten, die wurde nämlich mittlerweile schon knapp 400 Mal gebaut. Damit wurde sie übrigens häufiger gebaut als die 787-8, die kommt auf etwa 365. Aber eine Version, die ist noch ziemlich selten und zwar die 787-10, die wahrscheinlich beeindruckendste Version des Dreamliners. Am 25. März 2018 hat Singapore Airlines als erste Fluggesellschaft weltweit den über 68 Meter langen Dreamliner in ihre Flotte übernommen. Damit ist die 787-10 übrigens auch fast 12 Meter länger als die 787-8. Und die Auslieferungen gingen dann weiter. Gerade erst letzte Woche hat Etihad Airways die erste Boeing 787-10 bekommen und gerade erst vor wenigen Tagen hat United Airlines den ersten so großen Dreamliner bekommen. Und damit sind das ja gerade zum aktuellen Zeitpunkt erst drei Fluggesellschaften, die diesen Flieger in der Flotte haben. Und ich glaube, es wurden auch tatsächlich erst 9 Flugzeuge davon ausgeliefert. Bei United Airlines ist es dazu aber noch eine kleine Besonderheit, denn United ist damit die erste Fluggesellschaft weltweit, die alle drei Versionen des Dreamliners in der gleichen Bemalung, sprich unter der gleichen Marke, in der Flotte betreibt. Fliegen kann man bei der amerikanischen Fluggesellschaft mit der 9-10 dann ab dem 7. Januar 2019. Von dort an pendelt die Maschine immer zwischen New York und Los Angeles. Eigentlich das Paradebeispiel für eine Middle-of-the-Market-Strecke. Und aus dem Grund wird dort eigentlich auch eine Boeing 757-200 eingesetzt, bei Bedarf aber sogar eine 777-200.
Aber trotzdem, für die Leute, die auf dieser Strecke dann wirklich häufiger mal hin und her pendeln, wird das ein richtig ordentliches Upgrade sein. Gleichzeitig zeigt diese gut 4000 Kilometer lange Flugstrecke aber auch, dass die 787-10, die knapp 12.000 Kilometer Reichweite bieten kann, hier irgendwie ein bisschen fehl am Platz ist und dass United Airlines irgendwo am Ende des Tages ja schlicht und einfach ein guter Ersatz für die 757 fehlt. Aber wer weiß, der kommt dann vielleicht in den nächsten Jahren mit der Boeing 797. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu dem Thema und sehr auf eure Meinung zum A330-800 und ob Airbus damit in Zukunft noch was reißen wird. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.